So, da sind wir wieder. Und heute werden wir wieder mal eine Runde OTC traden. Also es wurde doch sehr gut auch angenommen von allen anderen Leuten. Die Kanäle sind fast mit allen, auch die im Testbereich dabei waren, die gleichen Namen wieder, die man liest und hört. Ja. Und ja, es ist auf jeden Fall geil aus OTC. Ihr könnt es zu. Ihr braucht nicht auf Börsenöffnung achten oder sagen, ja, ich warte erstmal auf Börsenöffnung 9, dann warten wir mal den ersten Schub ab, bis es sich eingeleitet hat, dass man so ein Viertel nach 9 beginnt. Nein, da tradet man. Ja. Oder da kommt eine Rede mit von Yellen, von hier, wie heißt der Vogel da? Von der EZB. Wo ist meine. Mein Wirtschaftskalender hin? Da ist er doch. Hier EZB Lagarde. Ja. Und hier nochmal Lagarde. Da muss man immer aufpassen, ne? Dann, weil er kann ja, der Ausschlag kommt ja nicht um 13 Uhr, sondern um 13 Uhr geht ja vielleicht ans Pult oder so. Ja. Fängt eine Rede an, dann kann ja um 13:17 Uhr den Ausschlag kommen. Das habe ich im OTC alles gar nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja. Oder hier, oh, drei Bullenmeldungen, 14:30 Uhr. Ne? Danach, davor ein bisschen aufpassen. Und habe ich alles hier gar nicht. Brauche ich gar nicht. Ja. Samstags traden, Samstag beim Frühstück. Ja. Ich esse mein Frühstücksei und mache drei Trades dabei. Wunderbar. Oder was weiß ich, Sonntag. Ja. Frau geht in die Kirche mit den Kindern und dann kann man ein bisschen traden. Das kann man hier nicht. Ja. Und ja, das macht es halt auch einfach sehr flexibel. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch so, dass viele Skeptiker am Anfang da waren. Ja. Die jetzt alle gesagt haben: Jo, ich habe es getestet und es ist cool. Ja. Es ist wirklich. Es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Ja? Einfach schön. Ja? Um das mal so zu formulieren. Gut. Da haben wir jetzt genug Süßholz geraspelt. Dann legen wir mal los. Ne? Wir gucken natürlich auch nach den Renditen. Ne? Hier, da haben wir jetzt was. Outcut. Da müssen wir mal schnell sein. Da müssen wir mal schnell sein, weil wir haben ja ein bisschen geschnackt, nicht? 83. Jo, das ist okay. Outcut. 2 Minuten. Und. Da müssen wir rein. Ja, und ich hier die M5er-Kerze. Wir stellen sie einfach um auf M1, da sind wir flexibler. Ja. Da sind wir flexibler. Wir sind jetzt drin von 26 bis 28. Ja. Das war ja hier das Signal. Also 5 Outcut hier oben. Hier sehen wir das Signal. Ja. Hier haben wir noch inzwischen, war ja noch ein Fujian gekommen. Hier Outcut, das war 25:20 gekommen. Ne? M2, nächste Kerze beginnt immer zu zwei teilbaren Minute. Ne? Also dann 20, 22, 24, 26, 28 und wieder 00. Ne? Und ja, da sind wir rein. Outcut, ne? OTC nach oben. Ja? Und schauen wir mal, wie es endet. Wir haben natürlich unseren Calculator im Moment nicht offen. Jetzt haben wir ihn offen. Wo ist denn hier mein Browser? Da. Das ist schön, wenn man ihn offen hätte. Ja. Dann geben wir hier ein. 50. Ja, Payout haben wir 83. Ja, und dann haben wir hier unsere Stufen für, wenn wir nur ausgleichen wollten. Und hier haben wir so mit Gewinnmitnahme. Das würde ich jetzt mal so lassen, weil wir hier mit ganz wenig Prozent gestartet sind. Ja. Oder man sagt einfach, ich nehme 50 beim ersten mit und danach nehme ich nur noch 50% mit. Das müssen wir jetzt nicht nochmal durchkauen, das haben wir schon so oft. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier den Trade aufgestellt kriegen. Der Folgetrade wäre dann von 28 bis 30. Ich habe jetzt auf M2 geschaltet. Das heißt, der tut 5 Sekunden vorher, springt er dann um auf die nächsten plus 2, aber wir wollen hier gar nicht den Trade machen, weil wir den wahrscheinlich gewinnen werden. Habt ihr gesehen, wie es umgesprungen? Da könnten wir jetzt den Trade eingehen, wenn wir müssen. Aber ich hoffe mal nicht. 5 Sekunden, den haben wir gewonnen. Danke! Und wir haben auch mal eine Marke getradet. Ja. Die muss ich mir eh wieder auszahlen lassen. Binance hat heute, müsst ihr mal auf Twitter gucken. Ich weiß nicht, wer es interessiert für Krypto. Ihr kriegt auf den Apecoin fast 80% Rendite. Ja. Für einen kurzen Zeitraum zwar nur, danach aber trotzdem noch 49, Batsch. Ja. Natürlich ein begrenztes Kontingent. Naja, ja, da muss ich halt ein bisschen gucken. Ja. Also ich habe ja hunderte von Apecoins. Die sind. Ich wollte ja mal den einen Kanal machen. Also den gibt es ja, den, wo wir mal über so Kryptoanlagen, ETFs,
alles Mögliche drüber redet, einfach mal. Ja. Also Apecoin ist ein Teil meiner Krypto-Anlagen und jo, 400 Coins, die waren mal alle, ich habe sie gekauft bei 8 Dollar, am Anfang. Dann waren sie mal sogar auf 20 hoch, relativ schnell. Also man hat das schon für 2,5-fach relativ schnell. Aber das ging jetzt mit dem ganzen Bärenmarkt auch wieder nach unten. Wir sind jetzt so bei 4 Dollar. Also man kann jetzt jederzeit gut einsteigen, ne? Für 4 Dollar könnt ihr die Viecher kaufen, ja. Und ja, eine echt schöne Rendite, schöne Aktion. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und jetzt gucken wir hier. Oh, da müssen wir uns beeilen. Das ist der Euro-Dollar. Krasser Break, 92er Rendite. Ja, den nehmen wir mit nach oben. Da starten wir auch mit 50. Ja, hier, wenn er auf 30 ist, gehen wir bis 32. Da müsste er automatisch dann auch weiterspringen. Haben wir auch die plus 2 drin. Passt mal auf. Jetzt in. Da kommt schon mal im Telegram die Bestätigung. Jetzt springt er weiter. 3, 2, 1 und zack, gehen wir rein. Jetzt sind wir 2 Minuten für nach oben drin. Ja, also ich bin hier im Zweierbereich. Ja. Wir haben das gesplittet, die Kanäle auf M5 und M2. Man kann sie auch separat buchen. Wer sagt M5, das ist nichts für mich, das dauert viel zu lang. Ja. M2, Vollgas, Turbo Trading, Kanäle natürlich nur den Signalkanal, was ein Wortfalle, Signalkanal buchen, den Kanal mit den Signalen buchen. Man kann natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, ich nehme sie beide mit. Ja. Ich habe sie selber, wie ihr merkt, stumm geschaltet. Ja. Und hier, ich tue das immer in archivierte Chats rein, genauso wie auch hier. Das könnt ihr auch abonnieren. Da bekommt ihr nämlich zum Beispiel immer diese ganzen tollen, da kann ja jeder rein, ja, in diese Gruppen, pocketoption.de. Da steht vor allen Dingen immer alles in Deutsch. Ja. Und nicht wie beim normalen Pocket Option. Das steht ja dann natürlich dementsprechend in die English. Yes. So, und jetzt nehmen wir uns hier das Dingelchen vor. Wir sagen 92. Ne, dann wäre das unsere Erhöhungsstufe. Hier runden wir ab, hier runden wir auf. Gleicht sich alles wieder aus. Ja. Und wir haben jetzt 1 Minute rum. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kommt die 2. Minute. Schauen wir mal. Wir sind immer vorbereitet. Und er springt ja automatisch dann um 31,55 und eine Millisekunde springt er dann hier auf 34 um. Ne? Muss natürlich dann auch auf M2 stehen. Wenn es auf M3 oder M5 oder so steht, dann ist die Sprunghaftigkeit natürlich anders. Ja? Da muss man immer mal ein Auge drauf werfen. So, sieht doch ganz gut aus. Ne? Hier haben wir noch 25 Sekunden. Aber gefeiert wird erst, wenn Schluss ist. Hier guck ich drauf. Jetzt, zack, springt er um. Und er ist gewonnen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja, zwei grüne Kerzen. Auch wenn ihr seht, ne, jemand langer doch da unten und so. Ne, ist auch im normalen Bereich im Moment sehr, sehr hüpfig, ja. Also, kaum eine Tendenz mehr auszumachen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie einen Durchbruch und der marschiert nach unten. Nein, der würde auch diesen Durchbruch dann, ich sage jetzt mal, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Hier haben wir einen Durchbruch, ein Tief vor nach unten, springen die Kurse im Moment nach unten um 500 Pip, ja, und dann im gleichen Moment wieder um 700 nach oben. Das alles in 1 Minute. Also das ist im Moment sehr hüpfig, ja. Wie gesagt, ein Gezerre am Markt, ja. Ja, aber. Jo, es ist jetzt eh vor Weihnachten. Normal habe ich immer vom 15.12. bis 15.01. aufgehört zu traden. Ich werde aber jetzt allein, weil OTC auch unabhängig ist von allem, ne? Einfach, ja, so lange machen, wie ich Lust habe, wie ich Lust und Laune habe. Ja? Der 24. ist halt, glaube ich, ein Samstag. Hier, ja. Ja. Also haben wir im Grunde noch 2 Wochen und den Rest von hier der. Ne? Bis Heiligabend hier zwischen den Jahren werde ich wahrscheinlich nichts machen. Da werden wir auch ein bisschen, bin ich ein bisschen Chefkoch, ne? Aber auch hier hinten dran. Ne? OTC geht immer. Ne? Aber man will ja auch mal Computer mal auslasten. Ne? Ist ja mal. Reicht ja, wenn man es ansonsten 350 Tage im Jahr, 364 Tage im Jahr anhat. Und jetzt schauen wir nochmal nach einem Trade. Machen wir noch einen dritten. Hier haben wir den M5-Kanal. Hier ist der normale Signalkanal noch. Der läuft noch, bis manche Leute noch ihr Abo zu Ende bekommen haben. Das ist ja ein Auslaufmodell. Und hier haben wir M2, hier haben wir M5. Der würde losgehen um halber. Also der ist schon durch. Ne?
Bleiben wir mal hier. Ich muss hier mit dem Auge da bleiben, ja, weil, wie gesagt, ich habe die Alarme ausgestellt, habe die in archivierte Chats reingeschoben, weil sonst wird das zu viel. Wenn du den ganzen Tag Ding, 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 Ding macht, wird es ja wahnsinnig. Man macht ja so seine Session, ne, und dann ist auch Ruhe. Da haben wir einen Fund out. Gucken wir mal schnell, ob wir den noch mitnehmen können. GBP out OTC bis 36. Ist sogar noch ein bisschen runtergekommen. Dann nehmen wir den noch mit. Ja. Seht ihr, der Einstieg wäre nochmal hier gewesen. Ja, an dem Kerzenende hier im Einstieg, am Kerzenanfang, ja, schön nach oben, und den haben wir jetzt mitgetradet. Gleiches Spiel, wir nehmen wieder den Kalki, ja, unseren kleinen, aber der zieht, ja, seht ihr, wie der runterroppelt, ne? Kann sein, dass er hier an dem hier dreht. Schauen wir mal, ne? Wir bereiten uns vor. 2 Minuten ist auch schnell rum. 50, das heißt. Also 50 Dollar Einsatz oder Amount, das ist ja erstmal offen, kann ja auch 50 Euro sein oder 50 Pfund, was er einsetzt, oder 50 Yen oder Dollar oder weiß der Geier was. Dann stellen wir das hier auf 2,90, das steht es ja schon. Wir machen nicht den, weil das könnte man machen, wenn man sagen würde, okay, wir nehmen jetzt das Doppelte und Dreifache von dem, was wir sonst setzen in den ersten Trade, und danach gehen wir runter oder so. Ne? Kann man mal machen. Kann man auch auch normal, wenn ich sage, okay, 50 mal in Einsatz, ja, und dann gehe ich runter auf Payout nur noch die Hälfte, dass ich hier weniger habe. Ich habe zwar weniger Gewinn, aber ich nehme Gewinn mit. Das ist ja das Schöne dabei. Ne? Das ist so ein Zwischending zwischen, ich nehme gar nichts mit und ich nehme voll mit. Ne? So kann man noch ein bisschen variieren, wenn man sagt, okay, das nehme ich noch mit, so, ne, so nehme ich zwar einen halben mit, ne, aber ne, zwei halbe gibt auch einen ganzen. Oder ich mache es auf 33, ja. Wenn ich dann anstatt dreimal auszugleichen nur, nehme ich dreimal ein Drittel mit, dann habe ich den Gewinn von dem ganzen Trade dabei. Ja? Also das ist ja, für Zahlenmenschen so ein Ding, ja. Und ich finde es ganz schön. Wen es nicht interessiert, der braucht es auch nicht damit zu traden. Jetzt gucken wir nochmal. 3, 2, 1 und zack, gehen wir rein. Ah, da habe ich gerade einen doofen Jump nach unten gemacht. Der Penner. Aber es ist so. Und falls wir den nicht gewinnen, haben wir dann 2,17, ja, komm, ich zeig's euch. 2, ich kann es eigentlich stehen lassen. Ne, da gibt es noch dieses Tool Desk Pins, heißt das. Könnt ihr das anpinnen, da ist immer im Vordergrund, weil wenn ich jetzt auf den Telegram klicke, ist er weg. Ja. Da gibt es Desk Pins, da habt ihr hier so eine Anstecknadel dran, wie an der Pinnwand, und dann ist es immer im Vordergrund. Da ich eh mehrere Monitore habe, wenn ich trade, oder, dann ziehe ich das eh auf einen anderen Monitor, dann passt das immer. Aber hier muss es ja alles für euch auch logisch einsehbar und sichtbar sein. 218. Ich muss mich gerade hinsetzen, dass ich schön hier in der Kamera bin. Ihr seht schon hinten das ganze Chaos, da wird eh umgestellt, umgeräumt ist demnächst mal. Also eigentlich schon vor Wochen, aber irgendwie war das nie der richtige Zeitpunkt. Ja. Weil auch ich mal am Samstag mich freue, mal nichts zu tun, einfach nur auf der Couch zu liegen und mal eine Runde Netflix zu gucken. Ja. Da gab es doch etliche schöne Serien wie Wednesday, das habe ich gesuchtet. Und was war denn davor noch, was ich geguckt habe? Walking Dead. Ja, Walking Dead Staffel 11, Episode 17 bis 24. Ist ja jetzt zwar nicht Netflix gewesen, aber naja, das muss man doch schon gucken, oder? Wenn man im Walking Dead Flow drin ist, ne? Ich meine, es gibt welche, weiß ich, die haben dann abgebrochen nach der 6. Staffel. Aber wenn man bis zum Ende mitgeschaut hat, dann will man natürlich das große Finale mitbekommen, was eigentlich nur auf weitere Spin-offs hindeutet. Nein, jetzt habe ich gesagt, nein, aber nee, das nicht. Ich meine, das weiß ja jeder, ja? Dass es die Spin-offs da gibt, ne? Mit Daryl und so. Jetzt Konzentration, gleich springen wir wieder um. Jetzt zack, auf 40, habt ihr gesehen. Und gucken, gucken, brauchen wir den? Nein, hoffe ich nicht. Nein, schön, den haben wir gewonnen. Alles klar. Ja, haben wir eine schöne kleine, kurze, kompakte Session gemacht, ohne dass ich jemals die Pausentaste benutzt habe. Wir sind knapp unter 15 Minuten. OTC, geht in den Shop. Unten ist der Link in der Description von YouTube. Das Top-Produkt ist vorne aufgelistet. Das ist die M5 und M2, das Gesamtpaket, ja, das Duo. Es gibt auch als Single zu buchen, entweder oder. Da müsst ihr dann einfach mal auf Trading-Signale rechts gehen, wenn ihr den Shop öffnet. Machen wir es einfach mal. Wenn ihr den Shop öffnet, kommt ihr hier auf die Top-Produkte. Da ist die Jahreslizenz, das ist Next Level. Und vom OTC steht M2 und M5. Ja.
Duo M2 und M5. Also man kann es springt einem drei Stellen ins Auge, ja. Nicht entgehen. Ansonsten drückt man hier neben auf Trading Signale und da bekommt ihr auch das Single M2 oder M5, M2 oder M5 in anderer Farbe. Also man sieht den Unterschied sofort, ne? Ob es jetzt im Bild ist, im Text ist, hier steht Duo, hier steht Single oder und man merkt es auch am Preis, ne? Aber dafür kriegt ihr für 5 Euro mehr beide Pakete. Ja. Das haben sie jetzt alle so gebucht, deswegen ist es auch auf die Top-Produkt-Reihe gestoßen hier mittlerweile. Ja. Genauso, das ist ja automatisch, je nach Verkaufsrate, geht das dann auf die Top-Produkte. Gut, wenn ihr hier draufklickt oder auf das andere, die Texte sind nahezu identisch. Ja. Hier sind nochmal die Assets, die ihr bekommt, ja, sowohl im M2 und auch im M5. Ja. Natürlich, wenn ihr nur das M2-Paket bucht, dann kriegt ihr die nur im M2 und wenn ihr nur das M5, nur im M5, ne, ist ja klar. Wie setze ich einen Trade ab? Ist hier nochmal erklärt. Hier sind nochmal ein paar Trading-Tipps. Die habe ich aus der OTC-Gruppe von den Leuten, die getestet haben. Ja, haben wir das so alles ja, bekommen und konnten das dann hier eintragen. Im YouTube-Kanal seht ihr immer so tolle Videos wie jetzt. Ja, hier könnt ihr direkt nochmal drauf gehen. Und wie gesagt, beim Bestellprozess. Ja, Sie gelangen nach der Bestellung über den Button Rechnung ansehen zu Ihrer Rechnung inklusive Anzeige der Bankdaten. Ja, das wird euch direkt am Bildschirm angezeigt. Da könnt ihr dann sagen, ich will die Rechnung drucken oder nicht. Ja, ihr könnt sie dann abspeichern als PDF. Ihr könnt dann machen, was ihr wollt mit. Ja, es wird leider nicht per E-Mail so geschickt mehr. Ja, das ist in dem Shop nicht so, aber 99% schaffen das. Und die 1% schreiben mich einfach im Telegram an, dann schicke ich ihnen die Bankdaten. Das ist also kein Problem, daran soll es nicht scheitern. Ja. Müsst also keine zweite, dritte und 39. Bestellung aufgeben. Könnt ihr gerne machen. Ja. Aber das ist nun mal hier so. Hier unten steht es nochmal als Hinweis. Und ihr seht es auch dann, wenn ihr den Prozess auf, kommt einfach nur der Button. Vielen Dank für die Bestellung, Rechnung ansehen, drückt ihr drauf. Und dann seht ihr alles. Gebt ihr einfach die Bestellnummer an oder euren Namen. Dann seid ihr schon zuordnenbar und bekommt die Beitrittslinks auf die E-Mails, das mache ich jetzt so. Da ist es immer nachvollziehbar, wann hat wer was wo gekriegt. Ja? Als wenn manche so, manche da, manche hier, manche... Mauscheleien gibt es hier nicht mehr. Ja? Mauscheleien gibt es hier nicht mehr. So, wie gesagt, wegen Kleinunternehmerregelung ist das alles ohne Umsatzsteuer und das steht auch nochmal auf der Rechnung so drauf. Und ja, okay, ich wünsche euch was. Schönes Wochenende, sage ich jetzt schon mal. Heute ist ja Dönerstag. Auch wenn es keinen Döner heute gibt. Heute gibt es Reste. Aber habe ich selbst gekocht. Also kann es nicht schlecht sein. Ne? Gut, in diesem Sinne, winke, winke.